Hallo Leute! Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD! Im letzten Part haben wir uns mit unserer Statue auf den Rückweg gemacht und haben auch schon, aua, zwei Herzteile bekommen. Und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, die Statue müsste ganz oben sein. Deswegen wollen wir uns jetzt mal auf den Weg nach oben machen. Komme ich so nach oben? Ich hoffe's. Nein, so komme ich nach unten. Die Statue ist aber ganz oben. Wir müssen die Statue jetzt den ganzen Weg zurückschleppen. Aber wir haben den größten Teil ja schon geschafft. So. Jetzt sind wir ganz... Jetzt müssten wir gleich ganz oben sein. Ja, da ist sie schon. Hallo Statue, komm her. Komm zu Papa. Komm hier drauf. Sei brav. Na, das solltest du schon reichen. Ja, und wie das reicht. Und den ganzen Weg wieder nach unten. Und zwar wirklich den ganzen Weg nach unten. So. Machen wir es anders. So. Machen wir es wieder alles mit Pfeilen. Wie gehen meine Pfeile aus? Muss ich sagen. Gut, dass ich hier den großen Köcher habe. Sehr gut, dass ich den großen Köcher habe. So, und dich brauche ich jetzt für ein paar Sachen, meine liebe Statue. Komm einfach mal mit. Dafür brauche ich dich erst zum Schluss. Und zack! Kann ich eigentlich... Nein, damit kann ich nicht kaputt machen. Hi! Und tschüss. Und somit haben wir beide Geisterseelen, die in diesem Dungeon waren, erhalten. Ja, in diesem Dungeon gibt es zwei Geisterseelen. Halt, ich brauche dich. Komm her. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was hat mir der Schalter jetzt gebracht. Außer gerade gar nichts. Meh, komm. Brauch ich dich noch? Nee. Geh da ruhig mal drauf. Ja, was hat mir jetzt der Schalter gebracht? Ach, das ist... Ist gar kein Schalter. Das sieht nur aus wie ein Schalter. Okay. Es sieht nur aus wie ein Schalter. Und was zum Geier bringt mir hier dieser Enterhakenpunkt? Außer gar nichts. So, Karte. Ich glaube, in einem... Im Erdgeschoss. Oder nee, zweiter Stock war's. Da müsste noch eine Kiste sein. Hi. Halt, das war der falsche. Da muss ich hin. Schön. Dich da drüben mache ich einfach mal kurz so kaputt. Zack. Hey. Kann ich dich eigentlich auch kontrollieren? Nee. Komm mal her. Und jetzt mach den da drüben mal kaputt. Rums. Bam. Komm her, geh da durch. Halt, nein, da gehe ich hier wieder den Weg hoch. Wir wollen ja den Weg nach unten.
So, das ist jetzt übrigens der Beweis, dass man schneller ist, wenn man rollt. Ich sehe das ja, die Statue läuft definitiv schneller, wenn ich rolle. Bei der sieht man das ganz klar. So, du gehst mal weg. So. Ich glaube, das war jetzt schon das letzte Mal, dass es Klon gemacht hat, oder? Das war jetzt kacke. Jetzt komme ich an die Kiste nicht mehr. Ich komme nicht mehr an die Kiste. Doch, ich komme noch an die Kiste. Oh, ich habe schon gemeint, ich komme jetzt nicht mehr an die Kiste. Das wäre jetzt kacke gewesen. Auch wenn in der Kiste nichts Großes drin ist. Wahrscheinlich eh nur Rubine oder so. Pfeile. Hey. Ja, da freue ich mich. Die kann ich natürlich sehr gut sogar gebrauchen. Die kann ich sehr, sehr gut gebrauchen. So, und das haben wir alle... Ups, ich gehe gerade wieder den Weg zurück. Alle Kisten geöffnet und alles bekommen, was man in diesem Dungeon bekommen kann. Sehr schön. Ja, der ganze Dungeon besteht im Endeffekt daraus, dass man die Statue sucht und die Statue hierher bringt. Das ist der ganze Dungeon. Und das hat man einfach dann nur irgendwie nervig halt gemacht. Deswegen mag ich den Dungeon eigentlich nicht so. Obwohl er cool ist. So, jetzt muss ich nur noch hier rüberkommen. Ich sollte mal zum Wolf werden, weil ich glaube, hier waren wieder die Mäuse, wenn ich mich nicht irre. Aua. Okay, ich will jetzt erstmal hier die ganzen, die Zyklopen besiegen. Das sollte ich aber... Aua! So, hier soll ich sie treffen. Du sollst kaputt gehen. Arschloch. Hey! Du sollst mich nicht angreifen, du sollst kaputt gehen. Ja, schnell darüber, okay. Kommt einfach mal her. Komm mal runter. Ah, da ist ja ein Schalter. Den habe ich gar nicht gesehen. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, dann wollen wir dich mal aktivieren. So. Wieder zurück. Komm her. Und ab in den Abgrund mit dir. Schön. Ja. Jetzt wollte ich mich hier noch kurz hochheilen. Hier muss dann eigentlich eine Fee sein. Ja, da ist sie. Schön. Dann mal ab zum Boss. Gepanzerte Spinne, Armogoma.
Yeah, natürlich nennt man das Armogoma, ne? Da normal, da es ja kein normales, keine normale Goma ist, ne? Ging das nicht so? Musste ich den nicht so? Anscheinend nicht. Dann aktivieren wir dich mal. Ach! Roms! Hörst du auf? Ich weiß schon gar nicht mal, wie ich die da runterholen kann. Oh je. Oh je, Mini. Oh je, Mini. Nee, so war das auf jeden Fall nicht. Nein, nein. Aua. Ging das nicht mit Fallen? Aha. Okay. Ich glaube, ich war zu langsam. Habe ich so das Gefühl. So, und irgendwann machst du dein Auge schon wieder auf. Open your eyes. Mach auf. Arschloch. Geht doch. Und zack, Mann. Jetzt war ich schnell genug. Der Boss ist ziemlich geil, muss ich sagen. Also er hat schon Style. Aber es ist mit Abstand eine der einfachsten in ganz Twilight Princess. Aber er hat Style. Jetzt fängt er an zu kacken. Geht weg! Weg! Geht weg! Alle! Nein! Aua! Und ich nehme nur so viel Schaden übrigens, weil ich mich schlecht anstelle, weil ich mich einfach dumm anstelle. Oh, fick dich doch, musst du direkt über mir stehen bleiben. Ey, wie der mich halt richtig hart trollt, weißt? Bleib stehen. Schön. Schnell hinter. Zack! Schön! So, jetzt fängst du wahrscheinlich wieder an zu kacken. Fängst doch eh gleich wieder an zu kacken. Sag ich doch. So. Jawohl. Und tschüss.
Eine Frage, Nintendo. Warum macht man das? Warum tut ihr das? Das ist eines Bosses nicht würdig, vor allem wenn er eh schon so schwach war. Das macht den Boss eigentlich nur noch erbärmlicher. So. Ja, ich könnte es auch anders machen, aber ich habe jetzt gerade Lust, ihn so zu erledigen. Aber ich habe eh keine Pfeile mehr. Also mache ich jetzt mit Schwert. Ich krieg euch, ich krieg euch. Komm zu Papa, komm zu Papa. Also gut, wir haben jetzt 3 Spiegelscherben. Fehlt nur noch eine. Spike? Du hast doch dieses Monster gesehen, oder? Die böse Kraft, die in diesen Scherben steckt, ist immens gefährlich. Kann sein, dass wir da etwas Schreckliches sammeln. Vielleicht müssen wir am Ende die Welt auch von diesem Übel befreien. Also Spike, beeilen wir uns mit der Suche. Jetzt müssen wir nur noch diese Stadt in den Wolken finden. Dieses Kumula, wo die letzte Scherbe sein soll. Wurde schon gesagt, dass es Kumula heißt? Ich habe jetzt mit Absicht immer nicht gesagt, dass wir noch nach Kumula müssen, weil ich dachte, das wurde noch nicht gesagt. Aber anscheinend wurde schon gesagt, dass es Kumula heißt. Okay. So. Noch kurz den Herzcontainer mitnehmen. Den darf ich auf gar keinen Fall vergessen. Ich will hier nie wieder zurück. Bring mich weg, ja. Spiel speichern? Ja, mach mal. Und jetzt dürft ihr mich alle als Lügner bezeichnen, meine Freunde. Ich habe schließlich gesagt, es gibt 3 Herzteile im Dungeon und ich bleib dabei. Auch wenn es vielleicht eventuell, ja, ist es jetzt ein Dungeon, gehört das hier noch zum Dungeon, gehört das hier nicht mehr zum Dungeon. Man kann das sehen, wie man will, auf jeden Fall können wir die Statue aktivieren. Und hier hinter schlummert noch ein Herzteil. Wunderbar. So, jetzt muss ich mir überlegen, wie viele Dungeons gibt es überhaupt noch, damit ich dann somit zurechtrechnen kann, wie das jetzt mit Herzteilen aussieht. Es gibt noch Kumula. So, ein anderer Dungeon fällt mir auch noch ein. So, okay, das sind 2 Herzcontainer. Das bedeutet, es sind 8 Herzteile, die mir noch fehlen. Das sind 2. Nein, es sind 10 Herzteile, die mir fehlen. In dem Spiel gibt es ja immer 5 Herzteile pro Herzcontainer. Das bedeutet, es gibt noch 4 Herzteile, die mir nicht einfallen. Wow. Ich habe das Herzteil, dann komme ich auf den Herzcontainer. Ich weiß dann noch ein Herzteil. Ah, eins fällt mir gerade noch ein. Es sind aber dann 3, die mir noch fehlen. Drei, die mir noch fehlen.
die mit ich noch nicht weiß, sage ich jetzt mal. Aber die werden wir uns auch holen. Die werden wir uns auch holen. Wir werden uns alle Herzcontainer schnappen. Auf jeden Fall fallen mir jetzt gerade eben nur zwei Dungeons noch ein. Wo es einen Herzcontainer gibt, sagen wir es mal so. Gute Arbeit, mein Freund. Wir haben gefunden, was wir gesucht haben. Es ist der Kopierstab, den du im Schrein gefunden hast. Aber das Ding ist schon ziemlich alt. Wahrscheinlich hat es seine magische Kraft inzwischen verloren. Das ist das Geile an dem Dungeon, der spielt in der Vergangenheit. Ach, was soll ich nur tun? Dabei dachte ich, ich könnte endlich in die Wolken zurückkehren. Hätte ich nur den Zauberspruch nicht vergessen, mit dem man die Magie des Stabs wieder erwecken könnte. Da kann man wohl nichts machen. Vielleicht sollte ich zunächst die Statuen suchen, die auf den Kopierstab reagieren. Also gut, so werde ich es machen. Also dann, ich bin schon auf dem Weg. Bis bald. Dieses Geräusch, wenn sie wegrennt. Oh. Hey, was hat denn jetzt mit dem Kopierstab gemacht? Die ist weg. Schätze, dieses blöde Teil ist nur ein weiteres, nutzloses Item in unserem Gepäck. Aber viel wichtiger ist, was sollen wir als nächstes tun? Hat sie gerade gesagt, sie will zurück in die Wolken? Die letzte Spiegelscherbe ist doch auch in den Wolken. Wenn man es schaffen würde, diesen Kopierstab seine Zauberkraft zurückzugeben, könnte er vielleicht doch zu etwas Nütze sein. Ja. Der Kopierstab kann gerade gar nichts. Ich drücke übrigens gerade auf Y. Ja, er benutzt ihn nicht mal. Ich kann ihn ausrüsten, aber er wird nicht benutzt. Also ich kann den Kopierstab wirklich gar nicht benutzen. In keinster Art und Weise. Ich kann nicht mehr mit ihm zuschlagen. Ich kann nicht mal Gegner damit verknüppeln. Ich kann gar nichts damit machen. Ja, und ich würde mal sagen, dann haben wir diesen Dungeon auch schon hinter uns. Ich werde mal kurz auch mich mal kurz erkundigen, wo jetzt die anderen Herzteile noch sind, die mir noch fehlen. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part, genau hier an Ort und Stelle, wieder. Also gut, Leute, das war dann mein Let's Play der Legend of Zelda Twilight Princess HD für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.